Mein Name ist Rainer Ernst, bin Präsident der Muthesis Kunsthochschule seit 2008 und deswegen auch Mitglied der Landesrektorenkonferenz, in der wir diese Kampagne, diesen Wahlauftritt, wenn Sie so wollen, beschlossen haben. Anlass ist, dass jetzt von zwei verschiedenen Seiten eine relative Unterfinanzierung der Hochschulen Schleswig-Holstein festgestellt worden ist, vom Landesrechnungshof und auch von dem Hochschulgremium. Und das liegt bei zwischen 30 und 40 Millionen im Jahr. Also zunächst mal geht es hauptsächlich darum, auf die Hochschulen aufmerksam zu machen. Vor allem also die Politiker anzurempeln, dass sie jetzt im Zuge des beginnenden Wahlkampfes die Hochschulen mal ein bisschen ernster nehmen als bisher. Ich hoffe, dass wir mit einigen Politikern in ein besseres, konstruktiveres Gespräch kommen, was eben die Möglichkeiten der Hochschulen anbelangt. Und die Kunsthochschule, für die ich ja die Verantwortung habe, ist von dieser relativen Unterfinanzierung besonders stark prozentual betroffen. Wenn wir weiterhin so erfolgreich sein wollen, wie wir in den letzten Jahren unsere Wirkung entwickeln konnten, dann brauchen wir eine noch bessere finanzielle Unterstützung der Gesellschaft. Wir geben ja auch eine Menge zurück. Dieses Geben-Nehmen zwischen Gesellschaft und Hochschule, das muss sich einfach weiterentwickeln. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die ersten Reaktionen.